Jetzt ein bisschen Action. Streit, Verhaftungen und sogar eine Szene mit unerwartetem Sex an ungewöhnlichem Ort mit merkwürdigen Gerüchen. Hallo, Sie, hallo! Ich höre. Sie können sprechen. Sprechen Sie. Was wollen Sie? Sagen Sie, war dieser Taddeo, der gestorben ist, auch Professor? Ja, vor langer Zeit. Im Jahrzehnt der widersprüchlichen Erklärungen des Präsidenten, die sich mit den paradoxen Versicherungen der Minister nicht vertrugen. Ja, was für ein Durcheinander damals. War Taddeo pensioniert? Er wurde pensioniert. Sie mochten seinen Unterricht nicht. Mein Gott, ich hatte so gehofft, es sei nicht mein Freund. Hat er einen Brief, einen Hinweis hinterlassen? Nichts. Wer spricht denn? Seine Schwägerin. Hier ist Susa, ein alter Freund. Hatten Sie denn keine Angst? Ich könnte einer der von Natur aus misstrauischen Agenten sein. Was soll uns denn noch passieren? Hey, Susa? Warten Sie einen Augenblick. Eine Minute. Susa, mein Bruder sagt, da sei ein Umschlag für Sie. Ein Umschlag? Taddeo hat einen dicken geschlossenen Umschlag hinterlassen. Es fühlt sich so an, als sei ein Heft oder ein Notizbuch darin. Die Verbindung wurde unterbrochen. Ich hatte die 3 Minuten vergessen. Ich nehme eine andere Münze. Besetzt. Ich hänge auf. Der Apparat behält die Münze. Ein Unglück kommt selten allein. Ich bin wie gelähmt. Der undefinierbare Fleck. Außer furchtbarem Entsetzen fühle ich nichts. Schmerz, Erregung. Vielleicht bin ich zu perplex. Hey, sie ist zurück! Brünett, Typ aus Bahia, die hellen Augen, die Brasilien in der Vergangenheit missberühmt beschert haben. Ich erinnere mich nicht an den Namen. Das Mädchen, das sich auf den Platz gedreht hatte, lehnte an der Theke. Die apathischen Angestellten rücken zusammen, kommen näher. Ihr Kleid ist offen, man sieht kleine Brüste mit rosigen Warzen. Lange, fettige Haare. Er hat keine fettigen Haare. Ein Fuß ist nackt, der andere in einer goldfarbenen Sandale. Jedenfalls war sie mal goldfarben. Eine blaue Glasscherbe mit einem Pflaster am Hals befestigt. Sie erkennt mich wieder, lässt sich auf dem Hocker neben mir nieder. Mir gefällt diese Frau. Sie zieht mich an. Kalter Schweiß legt sich über meinen normalen Schweiß. Mein rechter Fuß stößt nervös an das Bein meines Hockers. Ich habe ihn nicht unter Kontrolle. Mich selbst auch nicht. Eine radikale Veränderung in mir. Als betrete ich einen Raum und mein Blick brächte alles in Unordnung. Möbel fliegen herum, Papiere kleben an der Decke. Schreibmaschinen tippen von allein, Papierkörbe nehmen Abfälle von den Fenstern weg. Ich bin wie betäubt, stehe völlig unter dem Bann ihres Körpergeruchs. Schweiß und Haut. Tropfen rinnen über ihre Stirn und aus den unrasierten Achseln. Ein verkniffenes Lächeln. Die Lippen kaum geöffnet. Ich sehe ihre Zähne nicht. Möchte beißen, ihre Zähne beißen. Welch ein Unsinn. Bin verwirrt. Und wenn die Kellner das sehen... Ach was, sie sind ganz nah und sehen unverhohlen auf das offene Kleid und die spitzen Brüste des jungen Mädchens. Schon wieder diese Gammlerin? Schmeiß dieses Weibstück raus! Der Besitzer der Bar, ich halte ihn jedenfalls dafür, weil er mich bedient und mir Wasser verkauft hat, brüllt. Er schäumt. Was hat das Mädchen nur angestellt, dass der Mann so aus der Fassung gerät? Eine Furie. Er brüllt und trommelt mit den Fäusten auf die Theke. Das Gebiss tanzt in seinem Mund. Ich möchte am liebsten lachen. Die oberen Zähne klappern auf die unteren. Bei jedem Schrei droht das Gebiss herauszufallen. Er schiebt es wieder hinein. Er schließt den Mund, rückt es mit der Zunge auf dem Zahnfleisch zurecht und brüllt wieder los. Das Gebiss bewegt sich, droht herunterzufallen. Er hört auf, schiebt, rückt zurecht.
Er hat sogar einen gewissen Rhythmus. Ich lache schallend. Wie lange habe ich nicht mehr so hemmungslos gelacht? Das Mädchen sieht zu, lacht ebenfalls und ergreift meine Hand. Wir lachen beide, einer auf den anderen gestützt. Plötzlich gewinne ich den unendlichen Frieden wieder, den ich schon einmal in mir gespürt habe. Ein magischer Schritt. Langsam wie bei einer Spritze in die Vene überkommt mich Gelassenheit. Ein wohliger Einklang mit der Welt. Denn Welt ist das, was da ist. Da kann man jetzt nichts tun. Die schläfrigen Kellner haben das Mädchen hinausgestoßen. Sie kommt zurück. Sie stoßen sie von neuem hinaus und schlagen sie, lassen sie auf dem Rinnstein sitzen. Minuten später sitzt sie wieder auf dem Hocker und ein Sandwich. Der Mann mit dem losen Gebiss zieht einen Stock hinter der Theke hervor. Dir werde ich's zeigen! Ich stelle mich zwischen ihn und die Brünette. Er zögert. Nicht lange. Gehen Sie aus dem Weg oder Sie kriegen auch was ab! Ich will mich verziehen, die Frau mitschleifen. Aber sie fängt an, die verstaubten Scheiben an der Theke mit Füßen zu treten. Ich versuche, sie aufzuhalten. Sinnlos. Sie ist vollkommen außer sich. Der Mann mit dem Gebiss trifft mich mit dem Stock. Ruf die Zivitäre! Die Zivitäre! Das Mädchen wird von den Angestellten festgehalten. Der Stock prasselt auf sie nieder. Sie wehrt sich. Die Kellner lachen. Die Brünette zerschlägt, was in ihrer Reichweite liegt. Der Besitzer kriegt ein Bein von ihr zu fassen. Sie fällt hin. Nun trifft er sie ins Gesicht, auf die Brust und den Bauch. Sie rollt auf dem Boden, das Pflaster löst sich, die blaue Scherbe bleibt auf dem Bürgersteig liegen. Sie blutet im Gesicht. Ich sehe zur Theke. Ein Wassersterilisationsapparat kocht dort. Ich weiß nicht warum, hier wird ja gar kein Kaffee verkauft. Ich ziehe mit aller Kraft. Ich wusste gar nicht, dass ich so kräftig bin. Der Apparat gibt nach, mit Leitung und allem, Funken sprühen. Ich bekomme einen Schlag. Ich werfe den Apparat auf den Besitzer. Diesmal fällt sein Gebiss heraus. Ein Wunder, wenn es noch im Mund geblieben wäre. So weit hat er sich bei dem Schrei geöffnet. Das kochende Wasser ergießt sich über Gesicht, Brust und Bauch. Die Kellner erschrecken. Der Mann bleibt stöhnend liegen. Jede Bewegung bringt einen um in dieser Hitze. Wir sind rot und keuchen. Die Angestellten dringen mit Knüppeln in der Hand auf mich ein. Ich renne auf die Straße, rufe nach der Brünetten. Sie erhebt sich schwankend. Vielleicht hat sie noch nie jemand verteidigt. Sie ahnt nicht, wie sehr ich von mir selbst überrascht bin. Da merken wir, dass um uns herum Zivitäre stehen. So sind sie. Man braucht nur an sie zu denken und schon nehmen sie Gestalt an. Sie haben paranormale Kräfte. In 10 Sekunden legen sie uns Handschellen an. Zum Glück schießen sie nicht mit ihren kataleptischen Kugeln. Es heißt, die Kopfschmerzen seien unerträglich, wenn die Wirkung vorüber ist. In den Gefangenenwagen geworfen, in Konserven verwandelt. Ein dunkles, stinkiges Quadrat ohne Luft. Wir halten den Atem an. Als die Augen sich umgestellt haben, sehen wir winzige Atemschächte, durch die die Sonne hereinsickert. Heiß. Ein Backofen mit Höchsttemperatur. Wenn wir nicht bald herauskommen, werden wir tot sein bei der Ankunft. Plötzlich fällt sie erstarrt um meinen Hals. Entweder ist sie eingeschlafen oder bewusstlos. Sie atmet schwer, ein Röcheln kommt aus ihrer Kehle. Ich verspüre Lust, mit der Hand über ihre Arme zu streichen, ihre Brustwarzen zu drücken, diesen Mund zu küssen. Ich muss schlecht aus dem Mund riechen, ich habe seit Stunden nichts zu mir genommen, habe es völlig vergessen. Eine heftige, seltsame Anziehungskraft. Die Brustwarze wird hart. Ob sie wach ist oder ist das eine natürliche Reaktion? Ihre Haut klebt, aber sie ist glatt und weich. Ich streife ihre Bluse ab. In diesem höllisch heißen Halbdunkel kann ich kaum die Umrisse zu erkennen. Jetzt ist der Körpergeruch angenehm. Er regt mich. Es ist kein sauberer Geruch, aber er scheint mir dennoch natürlich. Ich glaube, wenn sie frisch nach Seife duftete, empfände ich das alles als eine Provokation. Manchmal arbeitet der Kopf in einem Rhythmus, den nur er versteht und unter Kontrolle hat. Wo ist meine Geruchsphobie? Wie weggeblasen.
Ich freue mich, ich bin wieder ganz da. Das Auto fährt, eine leichte Brise kommt durch den Atemschacht. Sehr wenig, aber ausreichend. Ich nehme die Brünette von meinem Schoß, sie wacht auf. Ich erhebe mich mit eingezogenem Kopf, mit der Nase an den Luftlöchern. Ach, welche Wohltat. Wir fahren und fahren. Ab und zu glüht das Dach richtig. Ob es von den Hitzeballons kommt? Der Wagen beschleunigt sofort, fährt in Schlangenlinien. Auch die Zivilitäre wollen wohl entkommen. Ohne Zeitbegriff versuche ich, die Minuten zu zählen. Dann hätte ich wenigstens ungefähr eine Vorstellung. Wozu? Nützt es denn zu wissen, ob es mehr oder weniger lange gedauert hat? Lass sie fahren, ich will nur bald entkommen. Wohin fahren wir? Wer weiß. Ob es in die Isolation geht? Kann sein, kann auch nicht sein. Haben Sie dich schon mal verhaftet? Mehrmals. Und wie haben Sie dich freigelassen? Sie haben mich anständig vernascht und dann freigelassen. Deshalb haben Sie dich freigelassen? Weil du nachgegeben hast? Puh, wer soll das wissen? Du sprichst eine komische Sprache. Nachgegeben? Das Wort habe ich noch nie gehört. Bist du Anwalt? Nein, Professor. Das heißt, ich war Professor. Ah, Professor, ja? Wie heißt du? Susa. Und du? Elisa. Elisa? Hübsch. Hübsch. Weder hübsch noch hässlich. Ein Name wie jeder andere. Doch, hübsch. Das kommt aus dem Griechischen. Es heißt die Befreite. Ob deine Eltern das wussten, als sie dir diesen Namen gegeben haben? Kann sein. Mein Vater war nicht so dumm. Nee. Wo ist er? Er hat sich als Ausländer naturalisieren lassen. Heute ist er Russe. Man stelle sich einen Kapichaber verwandelt in einen Russen vor, der im Multinterreservat der Sowjetunion arbeitet. Da habe ich abgeschnallt, obwohl ich seine Abenteuer, sein Auf und Ab zur Genüge kenne. Und deine Mutter? Irgendwo. Sie hat sich verweigert, Russin zu werden. Hat sich von ihrem Vater scheiden lassen und lebt mit einem Arzt zusammen, der in der Abteilung für Familiensterilisation arbeitet. Wir haben uns aus den Augen verloren. Hast du eine Wohnung? Mein Vater hat für jedes Kind ein kleines Apartment hinterlassen. Ich habe drei Brüder, sie sind schon viel älter. Aber ich habe meins verloren. Wie verloren? Eine Bande hat mich vertrieben, auf die Straße gesetzt. Ich wusste in der Verzweiflung nicht, was ich tun sollte. Und keiner glaubt mir. Ich aber. Mir ist das Gleiche passiert. Ja? Ich will dich mal was fragen. Als ich dich auf dem Platz getroffen habe, wo du dich wie eine Verrückte im Kreis gedreht hast, habe ich dich nach meinem Freund Taddeo gefragt. Du sagtest, er sei Fahrstuhlführer. Kanntest du Taddeo? Oder hast du das einfach nur so gesagt? Du denkst immer noch darüber nach, was? Was heißt nachdenken? Warum antwortest du nicht? Es ist viel witziger, dich zu beobachten, wenn du überlegst und dieses dumme Gesicht machst. Kennt sie ihn? Oder kennt sie ihn nicht? Wir durchqueren mehrere Hitzeballons. Einige heißer, einige weniger heiß. An bestimmten Stellen hören wir Schreie und Stimmen. Wir merken, dass wir in der Nähe von Menschenansammlungen sind. An anderen Stellen dringt ein fürchterlicher Gestank durch die Atemschächte. Schlimmer, viel schlimmer noch als auf den Müllbergen. Der Wagen hält an einer schattigen Stelle. Die Zivilitäre steigen aus. Wir warten darauf, dass sie uns herausholen. Nichts. Stille. Die Schritte entfernen sich. Das Geräusch der Stiefel hallt wieder. Also befinden wir uns in einem geschlossenen Raum. Ein Tor? Eine Garage? Wir werden in diesem Ofen geröstet. Es ist unerträglich. Wo sind wir? Ist das wichtig? Ich möchte gern raus.
Mir ist schlecht. Der Magen kommt mir hoch. Es drückt mir auf die Brust. Und ich möchte urinieren. Urinieren? Habe ich nicht gesagt, dass du komische Wörter benutzt? Warum pinkelst du nicht? Hier? Nein, da draußen in einem Bad aus Marmor, das auf dich wartet mit Dusche und allem drum und dran. Mensch, bist du denn blöd? Ich stehe mit dem Rücken zu ihr. Ich komme mir dumm vor. Ich uriniere. Gleich wird das in dieser Hitze stinken. Lieber der Geruch als die zum Platzen volle Blase. Ich bin erregt, weil ich vor ihr uriniert habe. Aber in dieser Dunkelheit sieht man sowieso nichts. Macht nichts. Es scheint so, als hätten sie uns lebendig begraben. Was war dein Vater? Verschiedenes. Lange Zeit hat er sein Geld als Raustreiber verdient. Das war unsere beste Zeit. Es kam immer massenweise Geld rein. Mein Vater war anders. Und ob er das was war... Was ist denn ein Raustreiber? Vielleicht weißt du das nicht. Das war der Jargon in den Baufirmen. Ein Raustreiber musste Diplomat sein, ein guter Unterhändler und Ideen haben. Das ging so. Die Baufirma wollte ein bestimmtes Haus kaufen. Der Besitzer wollte nicht verkaufen. So unglaublich es erscheinen mag, aber es gab Leute, die hingen sehr an ihren Häusern. Selbst bei all der Unsicherheit. Wenn alle Verhandlungen gescheitert waren, erschien mein Vater auf der Bildfläche. Er besorgte sich in dem Gebäude neben dem Haus eine Mietwohnung, wenn möglich auf der Seite, wo das Haus stand. Er freundete sich mit dem Hauswart und einigen Bewohnern an. In kurzer Zeit waren sie entzückt von meinem Vater. Dann wurden sie gekauft. Die Kampagne konnte beginnen. Von da an wurde das Leben der Bewohner des Hauses zur Hölle. Alles Mögliche landete auf ihrem Dach und verdreckte ihren Garten. Steine, Eisen, Töpfe, schwere Vasen, Abfälle, Scheiße, vollgepinkelte Plastesäcke, was du dir nur vorstellen kannst. Haben denn die Leute sich aus dem Haus nicht gewehrt? Mit Polizei und Gerichtsverfahren? Heilige Unschuld! Erinnerst du dich denn nicht an den Zyklus der juristischen Umkehrungen? Wer versuchte, mit etwas Geld gegen einen anderen zu prozessieren, konnte das großartige Manöver der Anwälte beobachten und sah sich plötzlich selbst als Angeklagten. Es gab Spezialisten auf dem Gebiet der Umkehrung. Die Polizei ging zum Gebäude, bekam ihren Anteil und auf Wiedersehen. Die Kampagne ging weiter. Die Tiere im Hof starben an Giftkugeln, die Wäsche auf der Leine verdreckte. Das Apartment meines Vaters war ein Arsenal mit den unglaublichsten Sachen. Einmal warfen sie einen Esel auf ein Dach. Die Familie war verreist. Als sie wiederkamen, fanden sie einen verfaulten Esel mitten in ihrem Wohnzimmer. War dein Vater ein Verbrecher? Er hat nie jemanden umgebracht, nie jemanden beraubt. Er war einfach ein Mann, der die Leute unter Druck setzte. Es gibt Schlimmere als ihn. Du machst es dir aber leicht. Schau her, mein Alter. Wie heißt du nochmal? Susa. Hör zu, Susa. Sollen wir jetzt von Familiengeschichten reden? So eine scheiß Unterhaltung? Ja, damit die Zeit vergeht. Da gibt's was Besseres, um die Zeit totzuschlagen. Was denn? Du bist wirklich komisch. Was ist denn? Warst du nicht scharf auf mich? Wenigstens ein bisschen? Doch. Und? Hast du dir keinen runtergeholt? So ist es nun auch wieder nicht. Da hat man Lust und holt sich einfach einen runter. Natürlich ist das so. Anders geht das nicht. Ich habe auf eine Gelegenheit gewartet. Gelegenheit? Noch so ein komisches Wort. Ich glaube, ich werde noch ein Wörterbuch von Susa zusammenstellen. Mach keine Scherze. Welche Gelegenheit? Den großen Ball, die Silvesternacht, ein Abendessen mit Kerzen und Champagner? Die Gelegenheit ist jetzt. Jetzt? Sofort. Jetzt gleich. Willst du nicht? Willst du mich nicht? Da bist du aber der Erste. Wenn die Leute mir näher kommen,
wollen sie mich immer gleich anmachen. Du denkst wohl, du bist köstlich, was? Bin ich auch. Und wenn ich nicht will. Jetzt bist du aber sehr witzig. Ich bin nervös, das ist es. Bei dem Gedanken daran gerate ich unter Spannung. Weißt du, es ist lange her, ich habe Angst. Angst? Jetzt herrscht im Gefangenenwagen ein scharfer Geruch, der uns brutal einhüllt. Ich atme langsam. Ein neues Aroma, das von uns kommt und die Wände dieser schmerzhaften Zelle überzieht. Wir haben diesen Geruch geschaffen. Er kommt von dem vibrierenden Geschlecht, das sich gerieben hat, eingedrungen ist, sich unermüdlich bewegt hat. Sie hat viel geschrien. So viel, dass wir Angst hatten, ein Zivilitär könnte kommen. Na und? Wir sind schon gefangen. Wir haben nichts zu verlieren. Und wie unsinnig, nur aus Furcht einen solchen Augenblick zu vertun. Auf diese Weise habe ich in meinem Leben nämlich einen Augenblick nach dem anderen verpasst. Nun schreie ich auch. Elisas Körper, fest, griffig, glatt. Die feuchten Beine, Saft läuft an ihnen herunter wie ein Wasserfall. So etwas habe ich noch nie gesehen. Nun habe ich in meinem Leben auch nicht gerade viel gesehen, wenige Frauen nur, keine nach Adelaide. Wir befriedigen uns, ich brauche keine andere. War's toll? Wie? Natürlich war's schön. Muss man das fragen? Hast du nie gefragt? Wozu? Um zu wissen, ob die Frau es auch toll gefunden hat. Wir haben nie gefragt. Das hätte meine Frau nie getan. Weißt du denn, ob sie es toll fand? Ich glaube ja. Du glaubst? Sie war immer so froh danach. Ihr Gesicht so nett. War dir denn nicht danach zu fragen? Hast du denn nicht manchmal gefühlt, dass ihr nicht aufeinander abgestimmt wart? Wir verstanden uns so gut, dass wir in einem solchen Fall dachten, es liege an dem Tag. Beim nächsten Mal werde es besser sein. Und so war es auch. Ein vollkommenes Paar! Schön wär's. Und du? War's schön für dich? Ach, du hast ja gefragt. Was meinst du denn? Ich weiß nicht, du scheinst so viel Erfahrung zu haben. Du warst ruhig und ich hatte Angst. Angst wovor? Nervös, gespannt. Angst nicht zu können. Du schüchterst mich ein. Dummkopf. Es war gut. Beim ersten Mal warst du steif. Du konntest dich nicht gehen lassen. Beim nächsten war's gut. Du bist eigentlich ziemlich ruhig. Ich sterbe vor Müdigkeit und ich vor Hunger. Umarmt auf dem Boden. Die Platte auf der Rückseite ist kühl. Die Temperatur ist erträglicher geworden. Ich kann keinen Finger rühren. Ein Wunder, dass ich das getan habe. Die Lust war groß. Aber es stimmt, dass Hunger erregt, die Sinne schärft. Wie lange werden wir hier bleiben? Ob sie uns vergessen haben? Oder ist es ein Hinterhalt? Sie wollen uns fertig machen. Unsinn. Für die sind wir zwei Gammler, nichts weiter. Kein politischer Beigeschmack bei unserer Verhaftung. Ich habe nur Angst, dass dieses Fahrzeug wenig benutzt wird. Ich muss essen, die Kopfschmerzen beginnen. Bald wird das Schwindelgefühl kommen und dann wird mir schlecht. Ich kenne mich. Elisa hat noch eine Alternative, wenn sie es wie die Bologneserinnen vor 100 Jahren macht. Damals war die Stadt umlagert, es gab nichts mehr zu essen. Und die Frauen ernährten sich vom Sperma der Männer. Wie viel kann ich im Zustand der Untätigkeit produzieren? Bleibt nur noch zu wissen, ob es ausreichend nahrhaft ist und Vitamine enthält. Woran denkst du? Wenn du wüsstest.
Unsinn. Sag doch. Ich bin zu schüchtern. Ich hätte es gern, wenn sie es wie die Bologneserinnen machte. Ich würde auch versuchen, es ihr zu vergelten. In meiner Jugend war das so weit verbreitet. Mein Gott, wo bin ich denn in all diesen Jahren gewesen? In einer Höhle wie Rip van Winkle? In einer Raumkapsel wie die Menschen in dem Film Planet der Affen? Wache ich plötzlich in einer Welt auf, die jenseits meiner Reichweite liegt? Ich renne, versuche anzukommen, als hätte ich die ganze Zeit verborgen in einem Fahrzeug wie diesem gelebt, in einer dunklen Zelle, Kilometer tief. Komisch, mein größter Wunsch ist jetzt, mir die Hände mit Seife zu waschen. Holt uns niemand ab? Was sie wohl tun werden. Es geht uns doch gut, lass nur. Auch nicht ein bisschen unruhig? Möchtest du nicht wissen, was passieren wird? Ich bin mehr für Überraschungen. Stellst du dir was vor? Auch nicht. Ich fege den Kopf leer, denke an Weiß. Als sei es ein unendlicher Hintergrund. Kannst du alles in Weiß verwandeln? Es wird ein Nichtdenken. Willst du dich unterhalten? Was sollen wir hier machen? Ich möchte vielleicht lieber still sein. Brauchst du denn für alles eine Erlaubnis? Ich störe andere nicht gern. Und lässt alle Welt dich stören? Das ist meine Art. Lass mich so, ich bin zufrieden. Wirklich? Dräng mich nicht, das mag ich nicht. Es irritiert mich. Ah, eine Reaktion. Ich habe keine Lust zu streiten, ich bin müde. Ich bin auch müde. Mit einem netten kleinen Streit werde ich wieder wach. Und schön werde ich dann. Wir sind zu verschieden. Glänzende Schlussfolgerung eines Professors der Philosophie würdig der Geschichte. Geschichte und Philosophie, beide sind unnütz. Du bist bitter. Mehr Brillanz im Gespräch, wenn ich bitten darf. Erzähl mir von dir. Als ich dich auf dem Platz sah, dachte ich, du seist verrückt. Das finde ich jetzt nicht mehr. Trotzdem, irgendwie bist du seltsam. Ich kann dich nicht begreifen. Was begreifen? Du bist wie all die Alten, die ich kenne. Fragen über Fragen. Warum, wann, wie? Du stellst auch dauernd Fragen. Ich will einfach wissen, ob es notwendig ist, alles, was um einen herum ist, zu verstehen. Während man Zeit mit dem Verstehen verliert, lebt man nicht. Das stimmt nicht. Gelogen ist es auch nicht. Was ist es dann? Eine Phrase. Also, ich weiß, dass wir in einer schmutzigen Welt leben. Für mich ist nichts übrig geblieben. Ich kann nichts erwarten. Du hast dein Leben wenigstens gelebt. Und ich? Weißt du, wie alt ich bin? 26. 19. Siehst du? Und jetzt wollen sie von mir, dass ich arbeite, produziere. Dauernd wiederholen sie das. Lass uns den Tatsachen ins Gesicht sehen. Oder Brasilien geht auch dich etwas an. Sie wollen dir Schuld übertragen, ich soll ein Problem lösen, das ich nicht geschaffen habe. Es war da, als ich geboren wurde. Ins Gesicht sehen, wenn ich das tue, sehe ich, dass es besser ist, wenn ich mich umbringe. Keine Hoffnung. Hast du Hoffnung? Ich habe die Richtung verloren. Ich weiß nicht einmal mehr, wohin ich eigentlich gehe. Ich gehe einfach. Wir alle gehen. Was denkst du denn, was meine Freunde tun? Wo sind deine Freunde? Na, überall. Klauen hin und wieder, essen, stehlen Wasser. Wenn es geht, machen sie einen Überfall. Es kommt darauf an, die Leute außerhalb ihrer Wohnungen zu kriegen. Aber man kann bei dieser elenden Sonne auch nicht ewig herumlaufen. Jeden Tag wird sie wärmer. Ist es hier drin besser? Wenigstens ist hier Schatten und wir schlafen miteinander. Wenn wir durchhalten, ich habe fürchterlichen Hunger. Wir werden durchhalten. Hast du schon mal Hunger gehabt? Ja, so ein bisschen. Wenn man auf ein verspätetes Mittagessen gewartet hat. Nein, richtig Hunger. Tagelang ohne was zu essen. Nein, so nicht. Gott sei Dank. Ich aber, schon oft. Das hat in der Uni angefangen. Da haben wir 12 Tage lang gestreikt. Warum? Ganz einfach. Wir wollten gute Professoren, Gelder für Forschung und billiges Leihmaterial. Habt ihr was erreicht? Wir wurden verhaftet und die Uni geschlossen. Wir konnten uns nie wieder irgendwo immatrikulieren.
Was macht es schon für einen Unterschied, ob man studiert oder nicht? Wie lange ist das her? 2 Jahre. Von dem Hungerstreik bekam ich ein Magengeschwür. Der Arzt sagte, ich dürfte nie mehr mit leeren Magen rumlaufen. Ich müsste immer etwas essen, in kleinen Abständen. Sehr witzig, was? Manchmal spucke ich Blut und dann tut es wahnsinnig weh. Ich wende mich dann in Krämpfen. Ich habe schrecklichen Hunger. Morgen wird es erst hart. Holen Sie uns denn hier nicht raus? Haben Sie uns vergessen? Wir sind nicht wichtig für Sie, beruhige dich. Manchmal ist es besser, wenn Sie einen vergessen. Mir ist kalt. Es muss schon Nacht sein. Magst du mich? Ich finde dich ein bisschen altmodisch, ziemlich konservativ. Aber ich mag dich. Konservativ? Das kann ich dir nicht erklären. Ich fühle es. Du willst korrekt und aufrecht erscheinen, und das ist irritierend. Das bringt mich durcheinander, es verunsichert mich. Ich merke, dass du dir noch Gedanken machst, weil du mit mir geschlafen hast, als wenn das irgendeine Verantwortung zur Folge hätte. Du hast recht. Was heißt das, Alter? So bin ich eben. Lass nur, ich habe es getan, weil ich wollte. Ich war scharf drauf. Ich finde das gut. Brauch es. Wenn es nicht mit dir gewesen wäre, dann mit einem anderen. Es ist nicht gerade nett, das so zu sagen. Die Welt ist nicht nett. Ich auch nicht. Will ich auch nicht sein. Ich bin die Antwort auf alles. Ich bin Schöpfung und nicht Schöpferin, verstehst du? Schuld tragen? Wofür und wozu? Eine Sache würde ich gern wissen. Warum Leute in deinem Alter so viel Schuld mit sich herumtragen? Das muss unser christliches Gefühl sein. Christlich? Christlich bin ich, die letzte Christin in einer beschissenen Welt. Eine Christin in den Trümmern der Welt. Wenn du das im Ernst gesagt hast, dann ist es geschmacklos. Das war ernst gemeint. Manchmal bin ich geschmacklos. Hast du gedacht, die Trümmer seien für dich, weil du in einer anderen Zeit gelebt hast? Für mich ist die Welt dies hier. Wenn ich alt und tattrig bin, dann sind das Trümmer. Zurzeit ist es eine neue Welt, eine bewundernswerte alte Welt. Es ist das, was ich habe. Nur darin kann ich leben. Glaubst du, das ist Leben? Ich kenne kein anderes und ich habe auch kein anderes und habe auch nie ein anderes gelebt. Wenn ich so alt bin wie du, werde ich sagen, ich habe gelernt. Das Leben bringt einem gar nichts bei. Und wer will schon lernen? In der Schule wollte ich lernen, da wurde ich geschlagen. Und jetzt ist es mir egal. Egal? Sieh mal an, so hat meine Mutter immer geredet. Ich habe dich dabei erwischt, wie du altmodisch geredet hast. Du hast auch tattrig gesagt. Seit 500 Jahren habe ich dieses Wort nicht mehr gehört. Nun, ich mache eine Rückeroberungsphase durch. Ein Auto parkt mit lautem Motor. Der Motor stöhnt und stottert, als würde er jeden Augenblick absaufen. Es ist ihnen bis jetzt mit dem neuen künstlichen Treibstoff und selbst mit Sonnenenergie nicht gelungen, die Motoren richtig einzustellen. Es geht auf keine Kuhhaut, wie sie schnauben und qualmen. Und ich wollte so gern, dass sie kommen und uns holen. Jetzt habe ich eine ziemliche Angst. Türen öffnen sich, Schritte entfernen sich. Kurz darauf ein anderer Motor, Türen, Schritte. Kurz darauf ein dritter und vierter. Das muss eine Garage sein. Die Zivilitäre kommen von ihren Patrouillen zurück. Wenn wir an die Wand klopfen, werden sie es hören und kommen. Und wenn es schlimmer wird, lassen wir uns ein wenig Zeit, um uns an die Vorstellung zu gewöhnen. Es wird der Augenblick kommen, in dem wir darauf vorbereitet sind, den Kerlen gegenüberzutreten. Vorbereitet oder nicht, wir wissen, dass es hart sein wird. Die sind zu niemandem nett. Sie haben ein Conditioning hinter sich. Elisa streichelt mich. Ich habe wieder Lust. Das überrascht mich. Wunderbar, diese Entdeckungen dieses Tages. Meine Mutter sagte immer, verzweifle nicht. Selbst auf dem Weg zur Hölle gibt es eine Möglichkeit der Rettung. Einen Umweg, der dich schließlich in den Himmel bringt. Sie hatte recht. Ich halte Elisas Hände. Ich habe immer das Bedürfnis gehabt, die Hände der Menschen, die ich mochte, zu fühlen, ihre Finger zu berühren und ihre Handflächen zu streicheln.
Es ist meine Art des Kennenlernens. Ich hänge sehr von diesem Entgegenkommen oder der Ablehnung in den Händen ab. Hitze, Schweiß, Hingabe, alles ist im Berühren enthalten. Ihre Finger sind schmal. Steck den Finger raus, ich will sehen, ob du schon schön fett bist. Und das Mädchen steckte das Knöchelchen durch die Gitterstäbe. Sie sind nervös. Sie übertragen Unruhe und Kraft auf mich. Spitze Stangen, die zu Haken werden, sich ängstlich um meine Finger klammern. In diesem Gefangennehmen liegt Schutzlosigkeit. Und plötzlich sehe ich, dass wir beide sehr allein sind. Und es gibt keinen Ausweg. Der menschliche Körper aufgeteilt in Kopf, Rumpf, Gliedmaßen und Einsamkeit. Sie ist physisch integrierter Bestandteil des Körpers. Abgemessene Schritte hinter dem Wagen. Sie entfernen sich. Leise Stimmen. Eine Gewehrsalve. Die Schritte sind fort. Es ist ziemlich kalt. Wir halten uns noch immer umarmt. Ich beginne wie durch eine Wolke zu hören. Der Kopf platzt, ich kann mich kaum bewegen. Die Magenwände kleben aneinander. Mir ist nicht gut. Heute und morgen wird es furchtbar, dann wirst du am liebsten sterben. Will ich jetzt schon. Denk nicht daran. Versuch dich abzulenken. Wie denn? Setz dir in den Kopf, dass du nicht sterben kannst. Das Leben ist da draußen, wir haben nur ein einziges. Es liegt vor dir. Sieh mal einer an, wer da redet. Eben noch hast du geschrien, es sei ein dreckiges Leben. Eine dreckige Welt, nicht das Leben. Das Leben gehört mir. Ich habe ein Recht darauf. Ich will bis zum Ende gehen. Sie können es mir nicht wegnehmen, beschissen oder nicht. Ich will alles, was es mir geben kann, gut oder schlecht. Ich gebe es nicht einfach so her, wie du das machst. Gar nichts mache ich. Aber du engagierst dich auch nicht. Ich bin schon erschöpft, denk dran. Wenn ich wirklich leben will, gibt es für mich keine Erschöpfung. Lichter, sie kommen uns holen. Sie haben Licht gemacht. In deinem Kopf ist Licht. Es ist so dunkel wie vorher. Ach was, Elisa, es ist ganz hell. Ich sehe die Schatten auf dem Boden. Lauter Leute sitzen da. Sie essen Muscheln, die Wellen am Strand nicht aus Wasser, sondern aus Muscheln. Hör das Wasser. Wo bist du? Gib mir deine Hand, sonst verlierst du mich zwischen all diesen Leuten. Höre dich nicht, Elisa. Sie haben meinen Kopf gefangen. Was wollen sie tun? Lass mich auch Muscheln essen. Ich halte deinen Kopf, Susa. Beruhige dich doch. Nicht schreien. Sonst kommen die Kerle uns holen. Adelaide, lauf weg. Adelaide, nicht die Muscheln essen. Sieh doch, die Leute fallen vergiftet. Sie zucken. Die Muscheln sind nicht gut. Sieh mal, Adelaide, wie sie Lampen voller Wasser ausspucken. Lampen, die auf dem Meeresgrund waren. Susa, nicht schreien. Vorsicht, Liebe. Adelaide, sieh die Köpfe der kleinen Kinder, wie sie über den Strand rollen, von den Muscheln gegessen werden. Du hast recht gehabt, Adelaide. Ich habe es immer bestritten. Du hast recht gehabt. Die Kinder sind im Meer geschwommen. Hör auf, Susa. Schau, da kommen Leute. Wie gut, dass ich dich gefunden habe. Was tust du denn hier am Strand? Du hast Angst vor dem Meer gehabt, wegen des Schiffes. Ah, jetzt sehe ich. Du bist hier, um auf den Briefträger zu warten. Da kommt er, zu Pferd, mit seinem Horn. Wie kommt es, dass er so ein altes Pferd so herrlich galoppieren kann? Adelaide, wie gut, der Briefträger ist Tadeo Pereira. Nein, gib mir diesen Brief, Tadeo. Komm, aus dem Fahrstuhl raus. Komm da raus mit dem Klepper. Ihr werdet noch beide stürzen. Adelaide, Tadeo wird untergehen. Es war so Die Wellen haben alles überflutet. Ich habe seine Tasche gerettet. Wir werden den Brief suchen. In der Tasche sind nur verfaulte, vergiftete Muscheln. Susa, Susa! Hast du mich geschlagen? Ja. Du hast mich geschlagen, du Wahnsinniger. Ich musste dich schlagen. Du hast einen hysterischen Anfall gehabt. Du bist hysterisch. Was tust du hier? Wer bist du? Elisa, deine Freundin. Ich habe keine Freundin, die Elisa heißt. Du bist ein verkleideter Zivitär. Hör auf, Susa. Du hast mich wieder geschlagen. Ich bring dich um. Hör auf. Elisa, was ist los? Wo ist der Strand? Wo ist Adelaide? Nichts da mit Strand. Und wer ist diese Adelaide? Meine Frau. Ich wusste gar nicht, dass du verheiratet bist. Meine Frau ist verschwunden. Eben habe ich sie am Strand wieder getroffen. Das war im Delirium. Delirium? Vor Hunger. Ich habe keinen Hunger. Das ist natürlich. Genauso entwickelt sich das. Die Kälte ist auch vorbei. Wo sind wir? In einem Fahrzeug gefangen. Lass mich meinen Kopf in deinen Schoß legen. Ausruhen.
Der braune Fleck mit der grünen Masse hüllt mich ein. Ich sehe den Lastwagen mit den riesigen Langhölzern aus dem Wald kommen. Die Schlepper fahren einer nach dem anderen heraus. Das Braune sind die Schlepper, vollgeladen mit gigantischen Stämmen. Alles ganz klar. Ich will die Lastwagen aufhalten, bin wie gelähmt. Mein Großvater steht hinter den Lastern. Er blickt so seltsam. So kenne ich ihn gar nicht. Ein Ausdruck voller Schmerz und Hass. Er war immer sehr ruhig und fröhlich. Ein Geschichtenerzähler. Ich habe nie Wut oder Gewalt in seinem Gesicht oder seinen Gesten bemerkt. Das kann nicht mein Großvater sein. Noch ein Schlag ins Gesicht. Was zum Teufel will diese Frau eigentlich, die mich so schlägt? Was machen wir im Dunkeln? Und wenn Adelaide hereinkommt und mich in diesem reizenden, wohlriechenden Schoß überrascht? Dazu ist die Frau auch noch nackt, ihre Haare kitzeln mich. Weißt du was? Einmal hatte ich eine schöne Arbeit. Mein Freund und ich haben große Bilder an die Seitenmauern der Häuser gemalt. Wir wurden angestellt, um auf alles, was es in der Stadt an Wänden gab, Büsche und Wälder zu malen. Wir haben das Tag und Nacht getan. Es machte großen Spaß. Bäume, Sträucher, Zweige, Blätter, Kletterpflanzen haben wir gemalt. Mein Freund war unglaublich. Wenn er einen Farn malte, hättest du schwören können, dass er echt war. Diese kleinen Blätter, einfach perfekt. Er malte Frauenhaar, Orchideen, Schmarotzer. Er hatte eine ganz besondere Art, sie wirkten plastisch, man hätte sie am liebsten angefasst. Obwohl ich ihm nicht das Wasser reichen konnte, hat er mir alles beigebracht. Kannst du dir vorstellen, dass ich in meinem Leben nie einen wirklichen Baum gesehen habe? Ich habe immer in Sao Paulo gelebt, konnte nie verreisen. Bis vor kurzem gab es noch Reservate, nicht wahr? Mein Freund hatte eine Exkursion geplant. Wir wollten richtige Bäume und Pflanzen sehen. Dann hätte ich Dinge gemalt, die ich wirklich gesehen habe. Und hätte keine Stiche, Fotografien und Filme mehr im Studio anzusehen brauchen. Und wo ist der Freund? Habt ihr euch gestritten? Ich weiß nicht. Wir haben uns dauernd verpasst. Das letzte Mal hat er die Villa von einem Senator im Block der sinnlosen pharaonischen Bauten dekoriert. Ich konnte nicht rein, weil ich keine Marke hatte. So haben wir ab und zu miteinander telefoniert. Dann hörte er auf, mich anzurufen. Wenn ich anrief, hat keiner abgenommen. Ich glaube, sie haben das Telefon abgestellt. Ein Mensch kann doch nicht einfach so verschwinden. Nein? Und deine Frau? Nun, sie ist aus eigenem Willen gegangen. Sie hat sich versteckt, aber ich werde sie finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Mein Problem ist auch die Zirkulationsmarke. Und dann hat das Umweltministerium den Etat gekürzt und das Studio wurde geschlossen. Ohne ihn war das Studio auch nichts mehr. Ich habe dann in einem Kino mit künstlichem Regen gearbeitet. Mensch, mochte ich diese Kinos gern. Das wäre eine Arbeit, die mich interessieren würde, statt Zahlenkolonnen zu vergleichen, womit ich mein Leben verbracht habe. Die waren vielleicht toll. Schade, dass es eine Modesache war und nur eine bestimmte Zeit anhielt. Genau wie Bowling, Rollschuhlaufen, Diskotheken, endlos Pizzas. Der Kampf der Drachenflieger oder der Monozyklus der Geduld. So ein kleiner Regen wie damals. Das wäre was, nicht? Ich erinnere mich, manchmal ging ich nachmittags hinein und blieb 15 Minuten rings um diese Panoramaleinwand. Das Wasser strömte von allen Seiten herab. Ich fühlte mich erfrischt. Wieder nähern sich Schritte. Jetzt sind wir dran. Wir hören, wie jemand sich am Türschloss zu schaffen macht. Mir kommt das große Kacken. Sie blenden uns mit ihren Laternen. Der Hunger kehrt mit aller Gewalt wieder. Ein starker Schmerz im Magen, als würde man ein Messer darin umdrehen. Auch noch nackt, unverschämtes Pack. Was habt ihr gemacht? Nichts, die Hitze. Hitze? Wie wär's mit einem Bad? Ein Bad wäre gut. Nein, kein Bad. Um Gottes Willen. Die kleine Nutte will kein Bad. Nein, nein, jetzt siehst du dich nicht an. Wir werden durch einen Korridor mit Zellen geführt, in denen Menschen übereinander liegen.
Ich werde noch halb blind vorwärts gestoßen. In der Luft ein Geruch, den ich nicht identifizieren kann. Viel schlimmer als die Luft an Tagen mit Inversion, wenn der faulige Gestank von Toten und Exkrementen die Atmosphäre verpestet. Wenn ich etwas im Magen hätte, würde ich mich jetzt übergeben. Die Gefangenen stehen hier aufrecht, zusammengepfercht, einer an den anderen gelehnt, ohne den geringsten Platz. An den Wänden alle 10 Meter ein weißes Emailschild mit großen Buchstaben. Produziere, Arbeit macht frei. Die Gefangenen heulen, als wir vorbeigehen und sie Elisa nackt sehen. Sie rufen Schimpfwörter, werden anzüglich, pfeifen, strecken die Hände durch die Gitterstäbe. Selbst diese erregte Demonstration spielt sich jedoch wie in Zeitlupe ab. Die Gästen sind langsam, die Schreie gedämpft und geschwächt. Elisa geht ungerührt weiter. Sie hat es schon öfter durchgemacht. Es verwirrt sie nicht. Ihre Ruhe beeindruckt und stimuliert mich. Warum Angst haben vor diesen Männern hinter Gittern? Für Augenblick lasse ich mich täuschen und denke, sie sind die Gefahr und nicht die Zivilitäre, die uns eskortieren. Ich werde in eine leere Zelle gebracht. Zum Glück lassen sie mich allein. Sie müssen gemerkt haben, dass ich kein gemeiner Verbrecher bin wie die anderen, obwohl man bei den Zivilitären nie wissen kann, ob Verbrecher oder nicht. Sie packen und verhaften einen und schlagen zu, rücksichtslos. Sie haben Elisa fortgebracht. Ich habe mich nicht einmal mehr verabschiedet. Der Kerl hat mich vorwärts gestoßen und die Tür zugeschlagen. Wenig später erscheint ein kleiner Mann mit fauligen Zähnen in einem Monteuranzug aus blauer Plaste. Er öffnet einen Schrank in der Wand, beginnt einen Schlauch auszurollen. Er befiehlt mir, einen Meter von der Rückwand entfernt stehen zu bleiben. Der heftige Strahl wirft mich gegen die Mauer. Ich muss mir mindestens die Rippen gebrochen haben. Ich klebe an der Wand, während das Wasser auf meinem Bauch strahlt wie ein Sturmbock. Ich fühle, wie der Darm sich windet. Alles, was darin war, läuft an meinen Beinen herunter. Mein Gott, wie peinlich! Na, gefällt dir das Baden, Alter? Das hab also nicht ausgezogen, was? Das Wasser ist schlecht aufgearbeiteter Urin mit einem ekelerregenden Geruch nach Ammoniak, der mir in Mund und Nase und in die Poren eindringt. Atmen. Lungen voller Urin. Der Strahl verschiebt die Leber und die Galle, alles, was ich habe. Das kalte Wasser belebt mich. Ich schwebe in der Zelle. Taddeo kommt mit einem fliegenden Fahrstuhl herunter, um mich zu retten. Er wirft Adelaide die Tasche mit der Post zu und galoppiert wütend über den Strand. Sein Pferd wird von Sonnenenergie angetrieben. Seine verfaulte Lanze geht gegen den Mann mit den verfaulten Zähnen vor, biegt ab und durchbohrt meine Brust, aus der eine gelbe Flüssigkeit läuft, in einem sehr schmutzigen Plasteeimer aufgefangen wird. Adelaide zerreißt Briefe und wirft Papierschnipsel in die große Zelle, wo die Männer im Chor den immer gleichen Refrain singen. Arbeit macht frei. Arbeit macht frei. Und sich gegenseitig wegdrängen, um nach den Schnipseln zu greifen und die Briefe zu lesen. Tu es nicht, Adelaide. Diese Briefe sind für die anderen Mütter, die genauso ängstlich wie du auf Nachricht vom Schiff warten. Tu es nicht, Adelaide. Der Mann mit den verfaulten Zähnen schüttet Eimer voller gelber Flüssigkeit in der Zelle. Tausende von Gefangenen trinken und heulen. Und wieder der Schlauch. Nein, ich bin gerädert. Er wird mich umbringen. Ich will Elisa sehen. Was machen Sie mit Adelaide ihr? Adelaide läuft den Strand entlang mit zerbrochenen Lampen. Sie liest einen Brief. Ah, sie hat den Brief bekommen. Der Lastwagen kommt heran, voller Stämme. Was machst du davon? Geh aus dem Weg, du kannst nichts verhindern. Er wird über dich hinwegfahren. Bremsen, bremsen! Auf dem glatten Boden mit den grünen Blättern rutschen. Die Stämme werden sich lösen. Der Lastwagen kippt über meinen Großvater um. Was hat er zu verhindern versucht? Niemand kann sie aufhalten. Schau, wie viele Lastwagen aus dem Wald kommen. Mehr und immer mehr. Hör die elektrischen Sägen, Großvater. Du kannst nichts gegen sie unternehmen. Hör das Krachen des Baumes, die auf den nächsten fällt und weiter auf den nächsten weiter so weiter, wie ein Kartenhaus. Immer weiter, immer weiter. Wirf deine Axt fort, stell sie in die Ecke. In deinen Werkraum auf dem Hof. Sie wird dir dienen, um Feuerholz für Großmutters Ofen zu spalten, wenn es noch Feuerholz gibt. Warum warst du angesichts des braunen Lastwagens, der aus dem grünen Fleck hervorkam, gelähmt?
So, Großvater, hast du überhaupt nichts ausgerichtet. Galle tropft aus meinem Mund. Sie haben aufgehört, mich zu bespritzen. Der Schlauch hängt schlaff in den Händen des Mannes mit den faulen Zähnen. Sie tragen mich. Ich habe keine Kraft. Sie haben mir die Beine amputiert. Sie werfen mich irgendwo hin. Mein ausgetrockneter Körper. Wie lang bin ich schon hier? Wenn ich mit der Hand darüber streiche, ziehe ich Hautfetzen ab. Ich weiß nicht, ob es der angeklebte Urin oder irgendeine Krankheit ist. Ich weiß, ich bin kräftig und kann lange aushalten. Wenn ich Elisas Foto an der Wand sehe, von einer Fackel erleuchtet, die von nirgendwo kommt. Bei allem, was du gesagt hast, Elisa, gibt es einen Punkt, in dem du dich irrst. Wir tragen die Schuld, weil es die Schuld gibt. Du hast die Welt so bekommen. Auf einem Plasteteller eine glibbrige, eklige Masse. Ich weiß, ich muss langsam essen. Ganz langsam. Das hat Elisa mir geraten. Wenn ich alles verschlinge, kann ich sterben. Komisch. Mein Kopf funktioniert ganz normal. Der Mann mit den verfaulten Zähnen wartet auf mich. Er ist sicher mein Chevalier Servant. Wir werden sie verlegen. Diesmal fahre ich nicht im Gefangenenwagen. Meine Kleidung ist zu groß und dreckig. Es ekelt mich vor den Sachen anderer. In der Helligkeit sehe ich wieder Krusten auf meiner Haut. Ich weiß nicht, ob es Schmutz oder eine Krankheit ist. Und Elisa? Lust auf sie. Ich möchte sie gern sehen, umarmen. Ich kann nicht einmal fragen. Eine Scheibe trennt mich vom Fahrer. Die Straßen erkenne ich nicht wieder, sehe nur verlassene Bürgersteige unter der brennenden Sonne. Die Hitze knallt auf den Wagen. Wir schwitzen und mit dem Schweiß lösen sich die Krusten von der Haut. Ein Leprakranker muss so riechen. Der bläuliche Nebel hängt tief. Ich habe ihn noch nie so niedrig gesehen. Die Schwüle ist erdrückend. Die Häuser mit den geschlossenen Fenstern. Das System hat das Problem der Schutzdächer gelöst, in Kürze Übergabe der ausgedehnten Markisen. Darunter der Slogan »Arbeit macht frei«. Ein unangenehmes Gefühl. Es sieht so aus, als hätten sie alle Menschen getötet. Der Kleinbus hat sich auf eine höllische Fahrt begeben. Ich möchte gern die Fenster öffnen. Durch die Geschwindigkeit würde etwas Luft hereinkommen. Oder wollen sie mich umbringen? An der Tür einer Baptistenkirche lässt der Fahrer mich unter einem Zinkdach aussteigen. Die Hitze sickert herab. Ich kann nur bis zum dritten Stockwerk hinaufsehen. Alles ist von diesem bläulichen Nebel eingehüllt, der mir jetzt eher wie das Gas in einer Todeskammer vorkommt. Die Stufen sind heiß. Ich warte, bis der Kleinbus sich entfernt hat. Bin verklebt, schwitze, habe Durst. So heiß war es noch nie. Ich muss nach Hause. Wissen, wo ich mich befinde. Ein Mittel finden, die Distriktzugänge zu passieren. Wenn sie mich erwischen, werfen sie mich hinaus, jenseits der offiziellen erlaubten Kreise. Ich werde in den ärmsten Lagern landen. Wenn es nur eine Möglichkeit zu telefonieren gäbe. Aber mit wem? Kugelsicheres Glas, Wachhäuschen, elektronische Identifikationssysteme. Ich werde mich auf die Suche nach einem Superhirn machen, um diese Barrieren zu überwinden. Da habe ich so viele Bücher über mysteriöse Vorgänge gelesen, über Menschen, die aus verschlossenen Zimmern entkamen, über Detektive voller Kniffe und Tricks. Komisch ist, dass ich keinen Hunger habe, nicht einmal an Essen denke. Egal.
Vielleicht ist der Magen geschrumpft und braucht nun kein Essen mehr. Ich bin zum mobile Mann geworden. Wenn Sebastian Bandera mich jetzt erforschte, könnte er die neuen Erkenntnisse auf seine gescheiterte Maschine übertragen. Nichts von der eigenen Stadt zu wissen. Da liegt sie vor einem und man selbst ist auf eine winzige Spur reduziert. Das Gebäude, das Kino, der Supermarkt, der Barbier, die Kneipe, das Restaurant. Das wär's. Sind die geografischen Grenzen einmal abgesteckt, lassen wir uns jeder für sich nieder. Die Welt, das sind nur wir selbst. In meinem Kopf tausende von Theorien. Ah, das schreckliche Risiko des ewig Bekannten. Nun, ich habe immer mit diesen Risiken gelebt, ohne mich hineinzustürzen. Ich, der ich von den Seeleuten geträumt habe, die die Horizonte hinter dem Horizont suchten. Oder von Astronauten, die den Mond erkundeten. Los, Professor, streng deinen Kopf an, du warst so gut im Nachdenken. Finde einen Weg, einen Hausmeister zu täuschen. Konzentriere dich jetzt auf das Wichtigste. Telefonieren, eine Kleinigkeit essen, Hilfe suchen, nach Hause zurückkehren, Adelaide treffen. Mensch, so viel zu tun. Dabei will ich gar nicht.